Mein Schreibtisch ist voll, ich habe eine neue Spielkonsole, ich habe Ferien. Ja, nein, das sind alles nicht die Gründe, warum ich nicht aufgenommen habe. Willkommen zurück bei Cry of Fear mit mir dem Punkt. Und ja, der Hauptgrund, warum ich wohl aufgenommen habe, Moment, Licht, danke, nicht aufgenommen habe, liegt wohl einfach daran, dass es mir in letzter Zeit nicht so gut ging, ich ein paar Probleme hatte und so weiter und so fort, euch damit aber nicht nerven will und ich jetzt endlich mal wieder Mut gefasst habe und gesagt habe, komm, ich spiele jetzt mal wieder ein bisschen Cry of Fear, ich weiß schon gar nicht mehr, wir sind hier im Zug, fahren gerade Richtung nach Hause und ich hoffe mal, dass das auch so klappt, ne? Nicht, dass unser Simon hier irgendwie nicht ankommt zu Hause. Puh. Okay. Na, vielleicht sollte ich eine andere Waffe nehmen. Ich meine, wir sind hier im Zug, da ist eine Schrotflinte sehr gut. Würde ich mal sagen. Guck mal. Ist vielleicht etwas dunkel. Hier ist die Tür offen. Ich habe mir wirklich die Tür offen gelassen. Unglaublich. Ein bisschen dunkel. Verdammt. Die. Fängt ja schon mal super wieder an. Ich wusste, dass hier irgendwo Gegner kommen, aber ich könnte jetzt schon sagen, dass ich mich bei jedem erschrecke. Der hier ein Fenster einschlägt. Oh Gott. Weil ich einfach sowas nicht ab kann. Kann das einfach nicht. Ich bin fast tot, ich hab's nicht gemerkt. Block, block. Okay, Zeit für eine Spritze. Hilft einem doch mal ein bisschen runterzukommen. So, ich sehe gerade, wir haben gar nicht unsere Plätze belegt. Dann hole ich das mal nach. Die Viecher machen anscheinend ganz schön viel Schaden. So, aber dafür haben wir zum Glück unsere Ersatzwaffen hier. Weg mit dir. Boah, es geht ja gleich richtig zur Sache. Und das, obwohl ich jetzt so lange schon nicht mehr aufgenommen habe. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen auf 180. Boah. Ganz vorsichtig. Nächste Waggontür. Ja, es ist wirklich sehr angenehm hell hier drin. Oh, guck mal, da liegt ein M16. Das kennen wir doch irgendwo her. Es ist nicht gut, dass hier so viel rumliegt. Ich hasse es, wenn es so dunkel ist. Hier ist gar nichts in diesem Waggon. Oh mein Gott. Aus der Dunkelheit. Hier ist wieder ein bisschen Helligkeit. Hier können wir wieder zum M16 wechseln. Lass mich durch. Verdammt. Alter. Irgendwas trifft mich hier. Ach, da hinten lebt noch so ein Vieh. Meine Güte. Alter, die hauen Schaden raus. Ich verbrate hier gerade meine gesamten Spritzen. Boah. Verdammt. Wo bist du? Ich sehe es nicht. Da ist es. Ja. Stimmt, ja, da war ja was. Deswegen habe ich ihm gar nicht weitergeschossen, weil ich nachladen musste. Gott, mit dem 16 braucht das verdammt viel Schuss, um zu sterben. Gut, gibt es hier wenigstens noch ein paar Spritzen? Notfalls machen wir es halt nochmal neu, aber ich meine, da muss ich alles nochmal neu machen. Ist eigentlich zu schade, um jetzt nachzuladen. Okay. Ich traue mich einfach mal nachzuladen. Ich habe das Gefühl, hier wird noch mehr von diesen Viechern kommen. Wenn man davon spricht. Hey. Ich bin... Verdammt nochmal. Nachladen, komm schon. Ein Glück, dass wir so ein bisschen die KI aussetzen können, weil sonst würde ich sowieso sterben in diesem Spiel, aber nicht wegen dem Spiel, sondern wegen den Schreckmomenten.
Diesmal ging es ganz schnell down. Was ist das? Der Fuß. Da wollte auch jemand seinen Fuß zurück. Den bringen wir ihm wohl am besten mal. Wir haben keine Schrotflintenmunition mehr. Wir können ihn uns auch bestimmt wiederholen. Ich gehe geduckt zurück. Ich habe Angst. Es ist dunkel. Ich würde jetzt am liebsten komplett durchlaufen hier. Ich könnte wetten, es kommt noch etwas komplett Unerwartetes. Ach man. Wir haben ein bisschen viel Muni gerade. Ich bin mal etwas verschwenderisch. Ah. Kann auch sein, dass hier gerade nichts mehr kommt. Ich versuche jetzt mal ein bisschen durchzulaufen, obwohl ich hier immer an allen möglichen Sachen hängen bleibe. Lauf, Simon, lauf! Ja. Verdammt! Ja. Keine Gegner, keine Gegner. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Weiterlaufen, weiterlaufen. Es kommt nichts mehr Schlimmes. Ja, wir sind hier. Keine Gegner mehr gekommen. Wir konnten wunderbar zurücklaufen. Das überspeichern wir erstmal. Würde ich mal sagen, geben wir ihm mal seinen Fuß zurück. Oh, Ladebildschirm. Grafikbug. Was passiert hier? Okay, das sieht nicht gut aus. Dieser Zug fällt an. Ja. Verdammt. Ist ein bisschen blöd, jetzt so zu gucken. My bag. Nein, mein Rucksack. Ah, alles ist weg. Okay, man sieht, ich nehme gerade um 3 Uhr morgens auf. Fast 3 Uhr. Und jetzt müssen wir uns ganz schön beeilen, weil dieser Zug wird den Abgrund runterfallen. Oh shit. Oh shit. Und die Musik hilft einem natürlich wunderbar dabei. Ah, komm schon, steh auf, Simon. Ah, geht ja, geht da, geht doch. Verdammt. Verdammt. Ich will da hoch. Wo muss ich hoch? Hier hoch. Okay, ja, ja. Und tschüss, Simon. Nein, noch nicht. Tschüss, Simon. Da muss ich hin, irgendwie. Jetzt komm nicht aus der Puste, Simon. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Komm schon, Großer, du schaffst das. Ich komme hier nicht. Ich habe mich irgendwie gerade hier festgepackt. Ich glaube, hier sollte man nicht hin. Okay, wir werden sterben. Hilfe. Hilfe. Ich komme hier nicht weg. Ah. Ich falle nochmal runter. Okay, wir müssen nochmal machen. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich lang muss. Großartig. Ich komme. Ah, verdammt, Simon. Häng dich doch hier nicht auf. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier lang muss, weiter. Ich komme nicht raus. Ich habe keine Ausdauer. Ne, wir werden hier runterfallen, gnadenlos. Jetzt dieses eine Mal. Ich komm da nicht drauf. Ne, kann man irgendwie knicken. Ja, hat sich sehr schön angehört. Okay. Ich hab das Falsche geladen, oder? Nee, Moment. Ich dachte, ich habe da unten nochmal gespeichert. You have placed the food. Können wir das überspringen? Nein, natürlich nicht. Doch, können wir. Shit. My bad. Kapitel 6. Ach, crashed. Hoppala, habe ich gerade gar nicht gesehen, dass man das... dass ich da schon einen Speicherstand da drunter noch hatte. Ich dachte, das wäre noch ein alter gewesen. So, zack, hier hin. Ja, der Zug fällt gleich runter, wir wissen das. Schnell, Simon. Hey, wir müssen hier raus. Darüber. Nicht wieder runterfallen, böse. Aber wir haben anscheinend noch viel Zeit, bevor das hier alles runterfällt. Das ist schon mal sehr positiv. So. Wo muss ich jetzt hier hin?
Ach, ja. Hilfe. Simon, beweg dich. Ich habe keine Ahnung, von wo ich jetzt weiter muss. Es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Und das Simon will ich auch nicht hochspringen irgendwie. Okay. Nur wir werden wieder gnadenlos runterfallen. Ich komme hier nicht weiter. Muss ich vielleicht woanders hin? What the fuck? Spiel, bitte. Da kommen wir nicht raus. Der will hier nicht drauf springen, ne? Diese verdammte Sprungsteuerung. Es ist jetzt richtig blöd wieder. Und tschüss. Hey, yo. Splatter. Das ist gerade eher frustrierend als gruselig. Ich habe ja gesagt, das Spiel hat ein bisschen nachgelassen mit seinem Gruselfaktor, als wir in der U-Bahn-Station rumgegaukelt sind. Warum auch immer. Aber war das hier schon? Ich konnte doch hier weiter hoch. Oh. Spring da auf, Simon. Ja, wir wissen, dass der Zug gleich jeden Moment runterfällt. Das brauchst du uns nicht wieder einblenden. Muss ich vielleicht hier hin irgendwie? Auf diese Strebe. Nein, da fallen wir wieder runter. Und das ist jetzt reichlich blöd. Können aber hier hin. Toll. Das hat mir jetzt was gebracht. Ah. Gott, Spiel, bitte. Ich kann hier nichts machen, ne? Ich habe mir irgendwas auf dem Kopf. Da oben müssen wir irgendwo eigentlich raus, da wo die Tür raushängt. Aber ich komme hier nicht weiter hier an dieser Stelle. Könnt ihr vielleicht versuchen, irgendwas kaputt zu schlagen oder so? Alter, das gibt's doch nicht. Ja, ich habe gerade schon wieder so keinen Bock aufzunehmen auf dieses Spiel. Nicht, weil es nicht, weil es gruselig ist, sondern weil es einfach gerade nervig ist. Diese Stelle hier, ne? Das ist. Versuchen wir es noch einmal. Danach gucke ich mir meinen Lösungsweg an oder so. Vielleicht übersehe ich etwas. Gebe ich offen zu, dass ich das mache. Warum nicht? Ist sonst ziemlich behindert hier an der Stelle. Das ist echt diese Stampeinlagen. Das hatten wir ja schon einmal gehabt hier mit dem Gerüst und so weiter. Das hätten sie wesentlich besser machen können. Auch mit der Ausdauer nervt das ziemlich, dass auch Springen so extrem viel Ausdauer kostet. Man schafft dann trotzdem noch die Sprünge, aber. Ah. Nee. Ja, ja, ja. Oh. Ich glaube, ich habe es geschafft. Und deswegen bewegt sich Simon jetzt auch so ganz langsam, damit er ja auch nie wieder rauskommt. Komm schon, wir schaffen das. Und wir sind draußen, oder? Haben wir es geschafft? Oh, wir haben es geschafft. Unglaublich. Das ist wirklich... Boah. Ich will das eigentlich nicht ausrüsten, weil das heißt, wir müssen es benutzen dann. Okay, finde einen Weg aus dem Wald. Ich sehe keinen Wald. Aber wir haben es geschafft. Unglaublich, es war nur eine extrem beschissene Stelle da. Beim Springen. Oh Mann. Den Wald. Also. I should probably grab one of those lanterns. Und einen von den Ästen. Besser als nichts. Das sage ich aber auch, Simon.
Dual Wild. Nimmt auch gut nur 10, geht, nimmt auch nur gut 60% des Bildschirms ein oder so, ne? Geht noch. Diese Musik ist nicht gut. Puh. Hier ist noch eine Laterne. Da hinten ist auch noch eine. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Ihr werdet mich, bringt mich dafür um, ich weiß. Dual Wild. Ah, habe ich schon. Aber ich mache es trotzdem sicher, sicherheitshalber. Hier ist nichts. Die Laterne hat mich ins Dunkel, ins Nichts geführt. Bin ich hier richtig? Spiel, warum tust du mir das jetzt an? Erstes mit dem Zug, jetzt das hier. Hier ist nirgendwo eine Tür oder sowas. Ist einfach Ende des Waldes. Jupp, ich ziehe auch gern so im Wald so eine Mauer hier, wo ich dann einfach nicht weitergehen kann. Mache ich immer. Hm? Wasser? Aha. Okay. Wir knüppeln den Wald einfach ein bisschen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich werde noch eine weitere Folge aufnehmen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Cry of Fear, was momentan nicht ganz so gruselig ist, mit mehr dem Punkt. Tschüss, bis dann.